Guten Morgen zusammen. Heute geht's mal Richtung Alfsee. Das sind 111 Kilometer von uns. Und da soll heute angeblich sonniges Wetter sein. Deswegen habe ich das Fahrrad mal eingepackt und werde da dann mit euch eine Runde drehen. Also, bis gleich. Ja, willkommen am Alfsee. Wie versprochen, es ist wunderbar sonnig. Der Wind ist recht eisig, muss ich feststellen. Ganz viel los ist hier auch nicht, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und ich werde mich jetzt aufs Rad setzen und mal schauen, wo mich der Weg dahin führt. Aber bei der Sonne wird er schon ganz angenehm sein. Hier sieht man auch gleich auf den ersten Metern Vogelschutzgebiet. Da lungern sie schon alle rum. Ups. Mit dem Weg hier. Gerade versucht auf dem Platten zu bleiben, aber der Wind drückt von der Seite doch gerade ganz kräftig. Einmal abgekommen vom Weg. Ist jetzt nicht der größte See, behaupte ich mal, was man bis jetzt sehen kann. Aber ich glaube schon, dass hier im Sommer definitiv ein schönes Fleckchen Erde ist. Hier auf der linken Seite ist ein weiterer See mit so Wasserskianlage. Und links daneben ist noch eine Kartbahn. Ein Campingplatz kommt da auch noch, habe ich gerade gesehen. Also ist schon einiges hier. Und die Fernsicht ist auch nicht zu verachten. Allerdings der Weg hierhin, ich guck gleich mal auf der Karte, was mein altes Navi mir hier gerade angetan hat, war echt schon nicht mehr feierlich. Da muss es auch noch andere Wege geben. Aber dazu später vielleicht. Ja, hier kommt schon direkt der Campingplatz mit so einer kleinen Ferienhaussiedlung dabei. Das ist die Blockhütten. Und wenn man dann hier über den Wall geht oder über die Deichkrone, ist man direkt am Wasser. Hier kommen jetzt die Seeterrassen mit Naturminigolf. Natürlich außerhalb der Saison geschlossen. Wie leider alle Einrichtungen an irgendwelchen Seen zurzeit. Rechnet sich halt nicht. Hier ist wieder so eine kleine Schutzhütte, wo auch nochmal die einzelnen Vogelarten, die hier am Alfsee leben, erklärt werden. Unter anderem meine beliebte Reiherente. Unterhalb führt hier auch noch so ein Weg her. Windgeschützter wahrscheinlich, aber mit definitiv weniger Aussicht. Deswegen fahre ich lieber hier oben durch den Wind mit der Sonne. Ist wirklich angenehm. Man braucht nicht mal groß Handschuhe oder irgendwie was. Schon klasse. Was das ausmacht, wenn man einfach 100 Kilometer nördlicher ist. Bei uns ist den ganzen Tag Regen, Schneeregen oder Schnee angesagt und stark bewölkt. Und hier ist heiter Sonnenschein. Zwar auch mit so ein paar Schleierwolken, aber nicht nennenswert. Hier sieht man schon schön wieder so einen Überlauf von dem Regenrückhaltebecken. Da kann man sogar drauf oder drüber, wie ich das sehe. Ich werde aber erstmal schauen, ob ich ganz außen rum fahren kann. Auf jeden Fall wird es beides irgendwie machbar sein. Auf diese Mauer oder auf diesen kleinen Staudamm mit Überläufen gehe ich auf jeden Fall noch drauf. Wenn nicht jetzt, dann im Anschluss. Ja, hier steht es nochmal eindeutig, Naturschutzgebiet. Das Ganze ist das Hochwasserrückhaltebecken von Alfhausen-Rieste. Und es dient dem Schutz zahlreicher mausender, rastender und überwindender Watt- und Wattvögel. Watt- und Wasservögel.
Hier ist leider der Weg mit so einem Tor verschlossen. Ich werde dann jetzt doch erst zu diesem Überlauf und mal schauen, wenn ich da mittig bin, ob man in die Richtung noch erkennen kann, wo es dann vielleicht doch weitergeht. Quietschen der Bremsen lässt sich jetzt mit der Feuchtigkeit nicht ganz vermeiden. Aber da hier über so ein bisschen Moos auf dem Boden ist, ist das schon recht rutschig. Da will ich auch nicht zu schnell runter. Da könnte man im Sommer doch perfekt runterrutschen. Durch den Moosfilm gleitet das bestimmt auch gut. Ja, ich weiß, der ein oder andere denkt jetzt schon wieder so ein Spinner. Aber es ist doch so. Warum sollte man keinen Spaß haben? Ja, in die Richtung sieht es schlecht aus. Da ist auch nur noch der Zulauf. Deswegen werde ich jetzt einfach weiterfahren. Und zwar da lang. Ich finde es ja bemerkenswert, dass das hier nicht abgesperrt ist. Normalerweise hat man ja überall diese Begrenzungen hier. Und hier absolut nicht. Dort sieht man schön bunt leuchten die Bienenstöcke. Werden zwar jetzt bei den Temperaturen nicht aktiv sein, aber zumindest gibt es hier noch welche. Sieht man ja auch immer seltener. Hier sieht man ja schon mal die ein oder andere von diesen Kanadagänsen. Ich glaube, Kanadagänse heißt es. Aber was hier vorne kommt, ist eine ganze Herde. Horde, Gruppe, wie auch immer, es sind viele. Still, ist man gar nicht gewohnt. Normalerweise schnattern die immer, wer weiß wie laut rum. Ist vielleicht auch ein bisschen temperaturabhängig. Sind auf jeden Fall einige. Hier ist gerade eine windstille Ecke. Und mit der Sonne auf der Haut ist total schön. Ich habe meinen Bulli auch so geparkt, dass der mit der Fensterseite, die jetzt offen ist momentan, zur Sonne steht. Dann ist da gleich auch schon wieder kuschelig drin. So wie ich das letzte Mal am Möhnesee, da waren ja auch nachher über 20 Grad. Nur durch die Sonneneinstrahlung. Da werde ich nachher erstmal einen schönen Kaffee genießen, da hier alles zu hat. Hier auf den Pfählen, die vor mir sind, sitzt außer auf zwei ein Stück jeweils ein schwarzer Kormoran. Ich versuche das mal ranzuzoomen. Ich sehe leider nicht ganz viel, weil die Sonne so blendet. Aber ihr müsstet es so, glaube ich, schon erkennen können. Sieht echt klasse aus. Und jetzt ist auch die Akustik wieder passend mit den Gänsen, die da gerade sich alle niederlassen. Ja, hier ist der Überlauf von diesem Ausgleichsbauwerk. Ist aber auch nur bei dem einen der Überlauf offen. Hier ist es ja, staubtrocken, wie ihr sehen könnt. Hier ist so eine kleine Halbinsel und auf der Hälfte ist auch schön gefroren.
Hier ist die vorhin erwähnte Kartbahn am Alfsee. Ist auch ein halbwegs großes Gelände. Das könnte schon Spaß machen. Aber auch die hat ja im Winter geschlossen. Ja, ich war jetzt gerade hier bei der Jugendherberge Alfsee. Sehr freundlicher Mitarbeiter dort. Ich musste erstmal die Toilette da aufsuchen. Und habe mich dann noch ein bisschen mit ihm unterhalten kurz. Ich bin übrigens auch Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband. Und kann ich auch jedem empfehlen. Kostet irgendwie 27 Euro, so eine Familienkarte pro Jahr. Und man hat halt Zugang, ne, zu zig Jugendherbergen weltweit. Also das ist eine gute Sache. Was ich gerne haben wollte, ist so ein kleiner Faltplan, wo die Jugendherbergen alle drauf vermerkt sind. Die gab es mal, aber das gibt es nur noch digital. Und digital habe ich halt öfter das Problem, dass die Website nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Und deswegen hätte ich das Ganze gerne wieder in Papier gehabt. Aber gibt es nicht mehr. Das ist dann wohl so. Ich versuche es nochmal über den Verbands- oder die Hauptverbandsstelle in Detmold. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, und hier ist noch so ein Wohnmobilstellplatz am Aasee. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es gibt ein paar Stromsäulen. Und das Ganze läuft über einen Parkscheinautomat mit Ver- und Entsorgung. Das sieht gut aus. Parkgebühr 24 Stunden 8 Euro. Kann man auch nichts gegen sagen. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich zurück bei meiner Betty. Die Sonne strahlt herein. Und das Salz auf der Karosserie, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das bei der Kamera so gut zur Geltung kommt. Aber es ist schon einiges. Es tut mir meiner Seele weh. Aber lässt sich ja nicht vermeiden. Naja, ich würde sagen, das war's. Ich bin jetzt hier oberhalb von der Kartbahn. Dort in die Richtung ist der Alfsee. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen rumlaufen. Aber da gibt es für euch ja nicht mehr ganz viel zu sehen. Daher macht's gut. Euer Markus. Und Monty.